Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schucki Banucki on the Road. Heute gibt es wieder verrückte Gesetze. Wie nennst du es ja gerne? Kuriose Gesetze. Kuriose Gesetze. Kurios, kurios. Das erste Gesetz, das wir heute vorstellen werden, kommt seltsamerweise nicht aus den USA, sondern kommt aus Deutschland. Aus Deutschland? Genau. Und hier ist das Gesetz. Paragraph 1300 übrigens. Stört euch bitte nicht, wenn ich hier so ein bisschen an mir rumspiele. Ja. Paragraph 1300 des deutschen BGB. BGB steht für? Bundesgesetzbuch. Sehr gut. Gestattet es Frauen, welche von ihrer Verlobten verlassen werden, von ihren Verlobten, für den geleisteten Sexschadensersatz zu verlangen, sofern sie in einer gemeinsamen Wohnung zusammengelebt haben. Also, du bist verlobt, nicht verheiratet? Genau. Und du hast eine gemeinsame Wohnung und du lebst da jetzt 2 Jahre? Genau. Und du hast jetzt, angenommen, du hast jetzt irgendwie im Schnitt irgendwie, na gut, wie ist es normalerweise, weiß nicht, wie bei dir ist, bei mir ist es so, 8-mal die Woche Sex. Zählt auch der echte oder bei dir nur der in deinen Träumen? Nee, Träume auch. Träume auch? Ja, gut, genau. Da bin ich auch bei 2. Ja, genau. So, und dann angenommen, es sind 8-mal, mal 52, ist jetzt, sagen wir, 400 im Jahr. Ja? Und 2 Jahre lang sind 800 mal Sex. Hm. Was ist einmal Sex wert? Wenn du dabei bist? Nein. Ich weiß es nicht. Einmal Sex steht hier nicht drauf. Ja, aber was ist denn das wert? Sagen wir 10 Euro oder was? Ja, sagen wir mal 10 Euro. 10 Euro. Ich kenne den momentan. Sind 8000 Euro, die der Verlobungslösende, der in der Wohnung gelebt hat, an die Verlobte, Ex-Verlobte zahlen muss. Also er muss ja nicht mal die Verlobung gelöst haben. Es geht einfach nur darum, dass die Frau diesen Schadensersatz einfordern kann. Achso, ist egal, warum die Verlobung gelöst worden genau. ist. Das sind 8000 Öcken bei einem Sexsatz von 10 Euro. Das ist echt nicht viel. Naja, wer schon mal gehört hat, wie du poppst, das ist viel. Also da kann man auch durchaus weniger verlangen. Egal, kommen wir zum nächsten Gesetz. Diesmal wieder zurück in unsere geheiligten Vereinigten Staaten. Es war nach South Dakota. Sag mal Massachusetts. Massachusetts. Sehr gut. South Dakota, und zwar genauer in der Stadt Sioux Falls. Warum sage ich Sioux? Weil es Sioux ausgesprochen wird. Sioux. Aber Sioux, Sioux geschrieben wird, aber Sioux ausgesprochen wird. Sioux oder Sioux? Sioux. 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 Da muss jedes Hotelzimmer mit mindestens 2 Betten ausgestattet sein. Es ist vorgeschrieben, dass zwischen den Betten mindestens ein Abstand von 2 Fuß bestehen muss, wenn ein Paar einen Raum nur für eine Nacht mietet. Es ist weiterhin untersagt, auf dem Boden zwischen den Betten Liebe zu machen. Wie viel sind denn 2 Fuß? Das sind 30 Zentimeter, ein Fuß, das sind 60 Zentimeter. Das muss 60 Zentimeter. Genau. Und das ist halt noch ein Hotel mit Anstand. Darf man denn, wenn die Tür zu ist, darf man denn die Betten zusammenschieben? Ja. Ja, aber was soll denn das Gesetz? Also, die können ja nicht ins Schlafzimmer reingucken. Das Ding ist doch, dass in jedem anständigen Hotel normalerweise jeden Tag die Putzkraft reinkommt und alles sauber macht. Wenn sie jetzt 2 zusammengeschobene Betten sieht, da denkt sie sich ja sonst was. Ja, aber du kannst sie wieder auseinanderschieben. Ja, deshalb sagt man ja, das ist das Gesetz, darauf müsst ihr bitte achten, damit die Gläubigen und wirklich keuschen Damen aus der Putzkolonne nicht in Versuchung geführt werden. Wie sie ja meistens keusch sind natürlich. Und gläubig. Ja, klar. Und fromm vor allem. Ja. Man sagt ja auch, keusch und fromm putzt wie dumm. Ja, das ist so eine Faustformel. Ja, ja. Ja, keusch und fromm. Putzt wie dumm! Ja. Kennt man ja. Oh, Musik! Das war's von uns. Bis dann. Ciao! Ciao.